Ja, hallo, ihr seid wieder hier bei mir. Ich habe ein Päckchen bekommen. Ich habe ja jetzt mir einen Wunsch, sagen wir mal zu Ostern, erfüllt, auf den ich schon so lange geguckt habe und immer wieder verworfen habe. Und naja, jedenfalls habe ich jetzt gesagt, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. So, wir gucken mal. Ich habe es schon aufgemacht, weil es war sehr gut verpackt. Holen wir mal das erste hier raus. Tja, ist noch nichts zu sehen, oder? Noch nichts zu sehen. Lasst euch überraschen. Ja, hier ist alles super verpackt. So, mein Wunschtraum habe ich mir praktisch erfüllt. Ja, was wird das wohl sein? Das sind erstmal vier Platten. Muss ich andersrum? Und in diesen vier Platten kommt etwas hinein. Nämlich solche Flosstrops. Oder wie kann man das noch benennen? Ach, hier sind noch. Da muss ich erstmal gucken, wofür das da ist. Und dann ist hier alles verpackt. Ich habe selber noch nicht gesehen, wie es wird oder nicht wird oder wie es aussieht. Deshalb muss ich das jetzt unbedingt mit euch. Flosschips DMC Standard Color. Box 1 von 2. Von Peep and Ship. Die sind im Internet und ich möchte auch sagen, das sind die einzigsten, die sowas vertreiben. Ich hatte da echt schon überall mal geschaut. Legen wir mal hier hin. So. Und in dieser Kiste sind nun. Oh, schaut mal. Diese Flusschips enthalten. Alle Farben. Ja. Und muss man die Lampe ausmachen, weil das hier ziemlich doll flackert. Ach, das flackert auch. Es flackert immer. So, das ist die 107. Dann suche ich mir das raus. Hier kann ich sogar noch hier das kleine Loch. Dann immer die Fäden reinmachen, die übrig geblieben sind. Was dieses Loch bedeutet, weiß ich noch nicht. Wir schauen uns das mal an. Jedenfalls soll das dann später mal in eine Kiste kommen. Und dann kann ich dieses hier hineintun und auf die Kiste stellen. Und zwar wurde empfohlen, zwei verschiedene Arten von Kisten von IKEA. Die habe ich jetzt auch noch bestellt. Die wollte ich bloß nicht vorher bestellen, weil ich nicht wusste. Ja. Was sind das? Das weiß ich noch nicht, was diese Teile bedeuten. Weil ich nicht wusste, wie lange das dauert. Und das ging ziemlich schnell. Ich kann jetzt also alle Farben hier hineintun. Und das finde ich auch schön. Es gibt eine billige Variante nur mit weißen, wo man sich das alles selber drauf schreibt. Aber dann habe ich gedacht, nee, wenn schon, denn schon. Das hält sehr gut hier. So, 160, 161, 162. Die neuen Farben sollen auch mit dabei sein. So, ah ja, hier haben wir es. Guckt mal. Und zwar
Ist das die Art der Kisten oder die Art? Und ich habe mir Tjena gekauft. So. Ach, diese Teile hier kann man hier. Ach, hier ist so ein kleiner Nippel dran. So hineintun und dann. Na, andersrum. Bin ja auch doch. Und dann hält das in der Kiste fest. Na, bloß gut, dass ich das nochmal hier habe. Und dann seht ihr hier, dann kann man das hier in so eine Kiste hineintun. Das sage ich euch dann, wenn ich wenn ich die Kisten bekomme. Und dann kann man nämlich hier, ja, es muss andersrum, doch so, das hier in diese Kiste einhängen. Schaut mal hier so. Ja, und das fand ich ganz gut, dass man da nicht, was weiß ich, für eine teuren Kisten braucht. Ich glaube, die kostet 5,99, die ist ein bisschen teurer. Und dann hänge ich das dort ein. 10 Clips per Frame. Hier ist nochmal genauer erklärt. Und dann hänge ich das hier ein. So. Und dann nehme ich mir meine Kiste. Und schau nach und gucke. Ups, 162 brauche ich jetzt. Dann kann ich das rausholen. Ja, die Kamera hat mal gesagt, ich will jetzt nicht weitermachen. Ich habe in der Zeit meine Garnbox hergeholt und habe mit euch gemeinsam das schon, habe ich euch schon gezeigt. Ja, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt liegt ja, wie sage ich dazu? Dieser Rahmen hier drauf auf der Kiste und dann hängt das hier unten dran in der Kiste rein. Ja, dann habe ich vier Kisten dazu hängen, aber ich weiß eben noch nicht, wie groß die Kisten, nicht wirklich, was von 25 mal 32 oder so haben sie geschrieben. Ja, so groß wie jetzt praktisch der Rahmen ist. So. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, ja, was machst du denn jetzt mit dem anderen? Ja, das werde ich natürlich nach und nach alles versuchen einzuordnen. Und hier seht ihr, habe ich die 1 auch gefunden. Erstmal werde ich alle reinstecken. Und warte dann drauf, dass die Kiste kommt. Oder die vier Kisten. Und hier ist nochmal die Box 2 von 2. Da sind dann auch die Flosschips drinne. Und ja, da müssen, das wird bestimmt toll aussehen. Ja. Ja, wenn ich jetzt unterwegs bin, entweder nehme ich mir die einzeln mit oder ich mache mir die jetzt hier nochmal drauf. Ich habe noch gar keine Ahnung. Aber ich habe jetzt eine Idee, was das hier sein könnte, dieses Loch. Da kann man nämlich einen Ring durchziehen und kann sich die Garnfarben, die man braucht, auf einen Ring, ja, hier drauf machen, denn die kriegt man nämlich auch einzeln, diese Garntrops, Flosschips. Chips sieht aus wie ein Chip, genau. Ein Träumchen. Ich werde das jetzt zusammenräumen, zusammen alles einsortieren, warte auf meine Kiste und werde dann nach und nach jede Farbe hier jetzt einsortieren, so wie die 535. Und da denke ich, da habe ich noch ganz schön viel zu tun. Jo.
Was sagt ihr denn dazu? Könnte euch sowas auch gefallen? Das ist die 162. Ja, das ist eigentlich gut mit dem Ring hier. Dann mache ich den Ring rum und dann, gerade wenn ich vielleicht jetzt mal wegfahre oder so, dann kann ich die Garnkarten oder die Chips mitnehmen. Jetzt zu Hause brauche ich das nicht extra zu machen, weil ich ja an mehreren Projekten arbeite und dann müsste ich ja immer suchen, wo ist die 535. Ja, also ich bin total happy. Wie gesagt, von Etsy. Peep and Chip heißen die. Und da bekommt man alles, was man ja dazu gebrauchen könnte. Ich habe natürlich die Mercedes-Form ausgesucht, ne? Die bekommt man einzeln, die bekommt man auch einzeln ohne Nummer und Farbe oder alles zusammen. Also da kann man sich wirklich satt sehen dabei. Ja, na, da bin ich ja gespannt, was ihr sagt. Ich zeige euch das dann, wenn dann alles in der Kiste ist. Also wenn die Kisten da sind, wenn alles fertig ist, dann zeige ich euch das, wie es dann insgesamt aussieht. Ja, jetzt habe ich alles vorbereitet. Diese ganzen Garnkarten hier hineingetan. Mal sehen, ob ich es noch ein bisschen besser hinkriege. Und habe natürlich die Nummer 1, wenn dann die Kiste da ist. Sorry. Dann habe ich die Nummer 1. Hier, tja, da werde ich dann nach und nach diese ganzen Fäden auffädeln. Dann habe ich noch ein paar übrig. Finde ich auch ganz toll. Ich habe auch noch ein bisschen Platz übrig bei den letzten. Ups, jetzt ist die rausgefallen. So. Und zwar ist das die letzte Kiste mit B5200. Es kann ja sein, dass wir vielleicht mal wieder eine neue Farbe machen. Aber ich habe auch doppelt. Ich habe noch mal das Weiß doppelt. Ich habe noch mal das Eco doppelt. B5200 und die 310 habe ich noch dazu bekommen. Ja, 310 braucht man ja auch immer eine ganze Menge. Und dann die anderen Karten sind oder Chips sind dann noch zum Beschriften. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 noch übrig. Dann nehme ich mir diese Schaumstoff Dinger, sag ich mal, Schaumstoff Vierecke auf. Da kann man nämlich immer eine schön die Nadel reinmachen. Wenn man jetzt mal weiß, an diesem Stück arbeite ich noch weiter, dann mache ich mal ganz schnell die Nadel hier mit rein. Ja, also Schritt Nummer 1 habe ich erstmal erledigt. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich die, na sag mal, wenn ich die Kisten von IKEA wieder bekomme. Und die werden dann so reingehangen. Das ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Jo, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Celine.